Heute wurde ich von einem Kollegen gefragt, wie ich diese perfekte Nase hinbekomme. Das liegt natürlich einmal daran, dass die Indikation hier absolut professionell erstellt wird und dann entsprechend in die richtige Schicht, in die richtige Ebene, das richtige Material in der richtigen Dosierung auch injiziert wird, wie in diesem Fall. Und dann bekommt man so ein schönes Ergebnis hin, ohne auch Folgeschäden für die Patientinnen zu haben. Und das dokumentieren wir nochmal mit dem Handy der Patientin, dass sie auch von der Seite sehen kann, wie schön das Ergebnis geworden ist.